Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf dem Velosche Channel. Und ihr seht ja schon das Matchup Portland Trailblazers gegen die Cleveland Cavaliers. Wir spielen in Cleveland und wollen auch gleich mal starten. Und ja, schauen wir mal, wie wir hier agieren werden. Wir haben momentan, ich glaube, wir stehen bei 7 zu 9. Also momentan wirklich nicht ideal. Weil eigentlich muss ich schon mit diesem Team in die Playoffs kommen. Also man kann mit so einem Team die Playoffs eigentlich nicht verpassen. Lillard, McCollum, DeRozan, Parker und Nurkic. Also wenn ich damit die Playoffs verpasse, das wäre schon sehr, sehr bitter. Heute gegen die Cleveland Cavaliers nicht unbedingt das stärkste Team. Das sollte locker möglich sein. Die stehen aber auch gar nicht so mies da mit 6 zu 9. Deswegen, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es wird. Hier sehen wir Jabari Parker, die Saison 14,3 geaveraged 67% vom Feld. Letzte 5 Spiele macht er 16,4 und 78%. Hier David Aldridge. Hier die Aufstellungen bei Cleveland mit Garland, Clarkson, Osman, Love und Thompson. Meine habe ich ja eben schon erwähnt. Wir spielen heute im Statement-Trikot. Ich muss sagen, das rote Trikot gefällt mir auch richtig gut bei den Portland Trail Blazers. Hier sehen wir Melo eben. Und let's go. Heimvorteil D bei Cleveland. Und Nurkic hat sich den Ball direkt geholt. So, McCollum. Kann er sich da durchsetzen? Sehr stark. Bisschen laut hier. So, Osman. Ist gegen DeMar DeRozan. Ah. Schauen wir. Ah, zu früh gesprungen. Wieder zu früh. Jetzt Jabari Parker. H-offensive Überschreitung. 3 Sekunden. Da können Sie buhen, wie ihr wollt. Die Fans von Cleveland. Jetzt Damian Lillard. Ja, eigentlich wollte ich dann zu Parker spielen. Das hat Lauf dann aber gut unterbunden. Jetzt Parker mit dem Dreier. Nein. Garland jetzt hier. Osman. Irgendwie ist Cleveland auch so ein richtig verlorenes Team, muss ich sagen, finde ich in der NBA nach der LeBron-Ära. Die haben eigentlich talentierte Spieler, aber auch irgendwie keinen einzigen. Ah, scheiße. Keinen einzigen so Überspieler, wo du jetzt wirklich denkst, ey, der könnte die Franchise irgendwie tragen. Also sowohl Garland nicht, als auch Osman nicht, auch ein Claxton. Sexton meine ich. Irgendwie kein Spieler, wo man sagt, okay, der könnte hier die große Zukunft gestalten. McCollum. Stark. Starker Wurf von CJ McCollum. Hier sieht man da unten die Statistik, 18,8 Punkte und 61% Feldwurfquote. 61% Feldwurfquote ist aber geisteskrank, wenn ich gerade drüber nachdenke. Und jetzt Garland gegen Lillard. Und DeRozan hat den Ball. Weiter auf McCollum. Boah, kann sich nicht durchsetzen. Schlecht. Und jetzt Osman. Boah. Und er wirft den Ball weg. Eieieiei. Also das war ja jetzt richtig schlecht. Jetzt Damian Lillard noch keine Punkte gemacht. Pick and Roll mit Nurkic. Der ist nicht drin, na. JD Osman, da hätte er eigentlich auch den Dreier nehmen können. Und DeRozan mit dem Foul. Ich denke auch so, die Aufteilung, wenn ich ein Spiel mache, dass es wirklich nur die Folge aus dem Spiel besteht, ist besser, oder was sagt ihr? Als wenn ich so eine XXL-Folge habe, wie letztes Mal mit Simulieren und das Ganze noch zu spielen. Jetzt auf jeden Fall Sexton gegen Hood. Oh, die hatten keine Zeit mehr. Garland macht ihn nicht. Jetzt Damian Lillard. Boah, keine Chance.
Damian Lillard. Überragend. Überragend. Hier sehen wir Lillards Statistiken. Also ein Steal mehr, wenn er zu Hause spielt und auch über 8 Punkte, nee, knappe 8 Punkte mehr. Boah, stark. Und dann kommt aber hier Jones zur Hilfe. Komplett unnötig. Also wirklich komplett unnötig. Lillard hat das super contestet. Hier mit Darius Garland. Lillard super contestet. Was macht Jones da bitte? Komplett unnötig, Mann. Komplett unnötig, Junge. Jetzt macht er natürlich die Punkte. Und macht die aber nicht beide. Simons. Ah. Relativ low-scoring Game bisher. Und Sexton, 6:5. Cleveland auch schon im Bonus. Jetzt hier Carmelo Anthony. Der ist nicht drin. Ah. Stark, Little. Richtig gut. Und Jones. 2-for-1, noch ganz knapp. Aber richtig starke Sequenz von Little. Block, Assist. Noch gesammelt, das war gut gemacht. Ich weiß nicht, warum die so schnell machen. Oh, Dreier von Osman. Nicht drinne. Ja. Jetzt hier Mello. Pass auf Jones. Stark. 1,6 Sekunden noch. Sexton kann nicht mehr werfen. 10:5 sieht dann doch relativ souverän aus. Aber mal schauen, wie gleich das zweite Viertel wird. So, weiter geht's. Rodney Hood, oh, den darfst du eigentlich so nicht laufen lassen, ja. Ich sag dazu einfach erstmal nichts. Das war vorher einfach der Fehler, den so laufen zu lassen. Und dann war es, glaube ich, Levisier mit dem Foul. Den habe ich jetzt für Baseman in die Rotation genommen. Einfach aufgrund seiner Rebound-Stärke. Ein bisschen mehr Defensive brauchen wir einfach. Und hier Levisier. Den Angriff sollst du natürlich nicht machen. Soll dann eher Simmons machen. Und jetzt mal Levisier, ne? Oh, fade away und drin ist der. Stark, Simmons. Oder Simons. Hat ja nur ein M. Jetzt Clarkson, ne? Darf niemals so entwischen. Starke Aktion. Auch richtig gute Wurfquoten. 60% von Cleveland, 55% von uns. Jetzt Simons. Pick and Roll mit Levisier. Ah, der ist dann jetzt frei. Easy. Ah, doch nicht easy. Garland war ein gutes Foul von ihm. Hat immerhin verändert, dass Levisier die Punkte so macht. Auch ein interessanter Vorname mit Skull. Echt ein crazy Vorname eigentlich. Skull Levisier. Ah, komm schon, ey. Den zweiten aber komm. Sehr schön. Cicic jetzt auch drinne. Clarkson gegen Nazir Little. Stark. Nurkic mit dem Block. Aber richtig gut gestört vorher schon von Skull Levisier und jetzt nicht drin. Verdammt. Aber zweite Chance. Stark. McCallum. 6 Punkte schon. Von Callum mit Callum. Und Nurkic richtig dominant dort gewesen. Sexton gegen McCallum. Love hilft. McCallum verliert ihn da fast. Zu früh gesprungen. Und das war dann nicht allzu gut. Und jetzt einmal durch
Powern von McCallum nicht drin. Einfach mal mit dem Kopf durch die Wand war das. Ah, oh, Little beinahe mit dem Stil. Also Little gefällt mir auch richtig gut. Aber jetzt ist auch wieder der Chef da. Damian Lillard. Thompson gegen Nurkic. Und Love. Oh, der darf doch niemals. Aber, oh, komm schon, das war kein Goaltending, Mensch. Ich muss sagen, der Impact, den dieser Mann hier hat, genau hier, DeRozan, ist noch relativ gering auf mein Spiel. So, super Block gestellt und dann Lillard, schwieriger Wurf, aber macht ihn einfach mal. Obwohl da ein Kevin Love vor ihm steht. Sexton gegen McCallum. Und Nurkic mit dem Steal rübergespielt. Drin. DeRozan stark. Wie gesagt, von DeRozan will ich gar nicht immer sehen, dass er um die 25 macht. Aber so 20, dass er da nah dran ist, das schon ganz gut als dritte Option dann. Wenn er im Schnitt 17, 18, 19 Punkte hat. 20 wäre natürlich noch schöner. Hier eigentlich gut gespielt. Ja, super. Clarkson hat auch schon viel gescored, oder? Jetzt mal Lillard. Macht ihn einfach mal in dem Run. In den Run vor allen Dingen. Im Run, meinte ich. Aber es war so ein bisschen... holt sich Sexton den auch noch mit Foul. Stark. 19 zu 17 aktuell. Und noch den End One kann er machen. Und macht ihn auch. Jetzt DeRozan. Oh, da verliert der Gegenspieler ihn ja komplett. Stark. Easy 2 for 1 jetzt auch. Außer sie machen es noch. Aber Lillard stoppt hier Sexton. Jetzt Clarkson. Der darf da nicht so hin. Letzter Wurf gehört uns dann. Ich glaube, Clarkson hat bestimmt schon seine 8 Punkte. Lillard gibt den Ball ab. Damian Lillard. Macht die nicht. Halbzeit. 21 zu 20. Also sehr, sehr enges Spiel. Bin mal gespannt, wie die zweite Halbzeit wird. Ah, die Cavs müssen wir eigentlich schlagen. Ich denke, wenn wir da noch ein bisschen effektiver wären, dann schlagen wir die Cavs auch. Und in der Defensive. Da ist mir gerade... Clarks so oft entwischt, das darf in der zweiten Halbzeit nicht passieren. Hier der Halbzeitbericht. 53% scoren wir, aber die machen 67%, das ist ja krank. Sind stärker im Rebounding, Assist gleich, wir mit 3 Steals immerhin und 1 Block. Sexton tatsächlich mit 7 und 1. Hätte ich jetzt gedacht, die zeigen mir Clarkson, weil den fand ich eigentlich am besten von denen. Aber nun gut. Vielleicht wegen dem einen Assist haben die da Sexton vorgezogen. Die Halbzeitshow wurde präsentiert von 2K. Weiter geht's, wir wollen die zweite Hälfte spielen. Ich habe richtig Bock. Hätte ich mehr Zeit, würde ich auch noch mehr spielen, aber ihr kennt das ja mit Arbeit und Co. Hat man leider nicht immer so viel Zeit zum Zocken, man hat ja noch andere Sachen auch im Leben. Trotzdem versuche ich wirklich auch einmal in der Woche, nicht einmal in der Woche, kompletter Bullshit. Ich versuche wirklich einmal täglich ein Video hochzuladen. Wenn es mal passiert, dass ein Tag kein Video kommt, dann verzeiht es mir. Aber ich versuche schon so, dass die Frequenz ungefähr dabei ist. Oh, Nurkic super gestört. Und jetzt Lillard. McCallum muss rein, der muss rein. Der ist nicht drinne. Ah, scheiße, ey. Clarkson. Und McCallum hat ihn. Jetzt Lillard. Nee, der... Ah, nee, ey.
Nee, nee, nee. Da holt er sich den Stil. Nurkic. Zwar mit Foul, aber trotzdem stark. Hier ein Statement nach dem Motto: Ey, reicht jetzt mal, Clarkson. Also richtig gut, wie der spielt. Wie gesagt, der beste Spieler bei Cleveland für mich, Clarkson. Jetzt sind sie tatsächlich sogar in Front. Boah, riskanter Pass hier auch. Eigentlich unnötig. Jetzt DeMar DeRozan. Da hätte ich eigentlich auch eben rausspielen können. Das wäre auch deutlich schlauer gewesen. Da war, glaube ich, McCallum komplett frei. Schlecht. Richtig schlecht verteidigt. Unnötig gedoppelt. Dadurch war Thompson einfach frei. McCallum, komm. Das war so ein bisschen erzwungen. Aber Nurkic. Rebound und rein damit. Yusuf Nurkic ist echt eine Macht. Der hat sich echt in der letzten Saison entwickelt. Das ist unglaublich. Timeout Cavaliers. bisschen Frosch im Hals. Jetzt Cicic, der kann, soweit ich weiß, kein Dreier. Garland. Ah, jetzt hier natürlich den. Ah, scheiße, ey. Ich habe damit gerechnet, dass er rüber spielt, aber das ist defensivtechnisch von mir einfach nicht gut bisher. Jetzt hast du hier McCallum. Setzt sich da durch. Nochmal auf Nurkic, war fast schon unnötig. Scheiße, Mann! Das ist, wenn man es einfach zu kompliziert spielt, Mensch. Einfach viel zu kompliziert gespielt. Das war überhaupt nicht gut. Und wir haben die nächsten Gegner: Bulls, Thunder, Bulls und dann Clippers. Also eigentlich drei sehr, sehr leichte Spiele und dann kommen halt die Clippers. Also eigentlich müssten das drei Spiele sein, die man gewinnt. Aber eigentlich müssen wir auch gegen die Cavs gewinnen. Naja, nicht wieder Clarkson da laufen lassen. Rodney Hood, richtig stark. Und jetzt in Transition zu McCallum. Stark. Richtig gut gemacht. Schauen wir mal, was Garland jetzt macht. Wieder Clarkson. Der mir ja richtig gut gefällt bisher. Und der macht das schon wieder, ey. Gegen den habe ich überhaupt kein Mittel. Yusuf Nurkic stellt den Block. McCallum mit dem Dreier. Der muss doch eigentlich rein, aber dann ist Nurkic wieder da. Ne, Lebesjew war es, sorry. Das war Lebesjew gut gemacht. Dafür habe ich ihn ja auch eben reingenommen. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Rebounding. Shooting habe ich genug. Da fällt halt Bazemore eben zum Opfer. Na, Clarkson, lasse ich diesmal nicht laufen. Mit Hood hat er eigentlich auch den richtigen Defensive-Spieler gegen sich, weil Hood eben die Länge mitbringt. Und Clarkson ist auch schon richtig K.O., oder? Er hat schon dieses G-Zeichen. Jetzt Lebesjew, Foul, ja. Von Garland. So, und jetzt wohin mit dem Ball? Da ist Carmelo Anthony. Und wenn er eben Lebesjew sieht, den er sieht, dann ist es eigentlich ein Korb, aber Hansen blockt. Ah, jetzt können sie natürlich 2 for 1 gehen. Das muss ich eigentlich verhindern, wenn Hood da denn dran bleibt. Na, das darf nicht wahr sein. Also Jones, Mensch. Das ist deine Zone und dann lässt du Larry Nance diesen Putback machen. Das kann nicht dein Ernst sein, Mann. Von Jones bin ich bisher eh überhaupt nicht überzeugt. Simmons. Ah, das hat hier nicht so. Ich nehme eine kurze Auszeit. Nochmal neu formieren. Es hat sich da eben fest verfahren. Ich will das schon runterspielen, aber mit den richtigen Leuten. Die Rotation, ich weiß nicht, ob sie gleich was ändert oder nicht, aber schauen wir mal. So, Lillard ist nämlich jetzt da. Lillard auf Jabari Parker. Drin ist der. Hätte Lillard auch selber machen können, aber naja, 29:30. Letztes Viertel jetzt. Das wird jetzt sehr, sehr interessant, ob wir hier nochmal vorbeiziehen, weil das ist sehr, sehr wichtig.
dass wir das eigentlich hier gewinnen. Weil danach haben wir auch nochmal drei vermeintlich leichtere Gegner. Und dann kann man eben seine Bilanz von 7-9 eben hochpushen auf 11-9, wenn man diese vier Spiele gewinnt mit heute. Weil danach kommen die Clippers, da rechne ich eher mit einer Niederlage. Aber wenn wir heute verlieren, dann steht 7 zu 10 und dann hast du eben die drei leichten, dann steht 10-10 und dann kommt es eben darauf an, was du gegen die Clippers machst. Deswegen ist dieser Sieg in diesem Spiel wäre schon sehr, sehr wichtig. Jetzt Parker stellt den Block, dann halt so, Pick and Roll, stark. Mit Parker komme ich nach und nach auch wieder ein bisschen besser klar. Am Anfang muss ich echt sagen, hat er mir nicht gefallen. Ja, wichtiges Foul. Wichtiges Foul. Soll er die Punkte von der Linie holen? Das war schon gut gemacht von Jones. Und Hansen holt sich den ersten Punkt nicht. Wenn er den zweiten auch noch verfehlt, ist noch besser. Wenn er nur einen macht, dann ist trotzdem das Foul gut gewesen. Parker auf DeRozan. Und DeRozan powert sich durch. Leider nicht mit Foul. Kein And-One, aber immerhin von der Freiwurflinie. Perfekt. Der sieht auch gut aus, ja. Jetzt hier schön Sexton stören, der darf einfach nicht durch. Genau. Kevin Love jetzt gegen Anthony natürlich nicht mehr der beste Defensive Partner. Und der Ball ist nicht drin. Trotz keiner allzu guten Verteidigungssequenz. Jetzt Lillard mal einen ganz weiten. Ah. Parker stört das schön Sexton. Jetzt hier Kevin. Nee, Nance ist das. Und Hansen gegen Jabari Parker. Drin ist der. Scheiße, ey. Aber waren zwei ja nur. Und jetzt Damian Lillard packt hier mal die Kiste aus. Foul, kein And-One, aber Foul. Freiwurflinie. Da kann er sich jetzt die Punkte holen. Holt sich die. Auch noch gar nicht so viel gescored heute. Damian Lillard. Und der nächste auch. Aber jetzt hier nach. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Ja, in der Endzeit, wie nennt man das nochmal? Jetzt habe ich echt das Wort vergessen. Primetime? Ich glaube, es ist falsch, oder? Wir haben hier in den wichtigsten Minuten am Ende. Nurkic mit dem Block! Ah. In der Crunchtime, genau. Crunchtime war das Wort. Da sind wir ja jetzt und da reißt Lillard eigentlich immer ab. Machen wir auch, dass er hier jetzt abreißt. Macht es. Powert sich durch. Das war gegen Larry Nance und gegen Kevin Love hat er sich durchgepowert. Damian Lillard. In der Crunch-Time ist er dabei. Bester Spieler wird tatsächlich Jusuf Nurkic gewählt. Zwei Punkte. Heute Abend nur. Okay. Hat aber 5 Rebounds deswegen. Und Rückspiel von von den Cavaliers. Also richtig schlecht gemacht aus der Auszeit. Und jetzt müssen wir es nur ruhig spielen. Weil dann können wir jetzt wirklich in Front gehen. Ich weiß nicht, was ich heute mit dem Wort in Front habe. Sonst nutze ich sowas eigentlich nie. Und jetzt hier Jusuf Nurkic. Zwar nicht drin, aber faul. Und jetzt die Chance vor der Freiwurflinie. Macht den ersten stark. Richtig stark, Nurkic, beide reingemacht. Und jetzt Garland am Ball. Love gegen Parker. Da hat Love eigentlich schon Vorteile, aber Parker macht das stark. Sexton gegen McCollum. Und jetzt muss Sexton daran. Gegen Parker. Und Nurkic war es, glaube ich. Offensive Rebound. Und wieder Nurkic. Zwei Blocks hintereinander. Und jetzt Jabari Parker macht ihn. Sehr starke Sequenz hier. Sehr, sehr starke Sequenz. Nurkic mit zwei Blocks. Und Jabari Parker mit dem Dank 41-35. Und Cleveland. Oh, Steal fast noch von Lillard. Fast.
Thompson gegen Nurkic auch nicht. Jetzt Garland. Garland gegen Lillard. Parker gegen Love jetzt. Und Nurkic mit dem weiteren Block. Drei Blocks im letzten Viertel hier von Yusuf Nurkic. Unglaublich. Und McCallum macht ihn. Das war's wahrscheinlich. Also Yusuf Nurkic. Hier sieht man auch 14 zu 5 für uns in den letzten 2 Minuten 53. Aber Yusuf Nurkic, absolute Bank. Absolute Bank. Der hat mit den defensiven Sequenzen uns hier richtig den Arsch gerettet. Und ich sag auch mal den Sieg beschert. Love macht ihn jetzt auch nochmal. Jetzt halt die Frage, faulen sie oder nicht? Nein. DeRozan, kein guter Dreierschütze. Aber selbst das klappt jetzt. Aber selbst das klappt jetzt. DeMar DeRozan. Das Ding haben wir eigentlich gewonnen jetzt. Garland versucht es vielleicht nochmal mit einem verrückten Dreier oder auch nicht. Kevin Love. Das war's eigentlich. Also wenn sie nicht irgendwie einen Dreier nehmen, der irgendwie reingeht. Selbst dann war es das eigentlich. Und der ist drin sogar. Jetzt halt die Frage, wollen sie echt nochmal faulen? Dann macht es. Nehme ich an. Lillard kann nochmal ein paar Punkte vertragen. Zack. Lillard macht beide rein. Sie nehmen nochmal die Timeout bei 8 Punkten Unterschied. Muss man nicht verstehen, aber okay. Ja gut, ne? Wenn sie jetzt einen schnellen Dreier treffen, faulen, ich verwerf 1-2. Nochmal ein Dreier. Möglich ist es, ist aber eher unwahrscheinlich. Nurkic hat den. Nochmal ein Rebound gesammelt. Carmelo Anthony. Damit ist das Spiel hier auch vorbei. Jetzt ist die Zeit auch runtergelaufen. 48-40. Wir gucken uns gleich natürlich nochmal die Stats an. Aber richtig gutes Spiel gemacht. Yusuf Nurkic hat uns echt mit 3 Blocks am Ende richtig den Arsch gerettet. Beziehungsweise den Sieg hier eingeleitet, kann man sagen. Und ja, ich zeige euch kurz noch die Stats und dann ist das Video eigentlich auch vorbei. Wir wollen es ja nicht so lang ziehen. War echt spannend bis zum letzten Viertel zumindest. Man sieht es hier ja auch. 108 zu 90 dann am Ende hochsimuliert die ganzen Minuten. Dann sehen wir, Clarkson ja 22 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals. War für mich wirklich der beste Mann, auch 9 von 14 richtig gut. Sexton hat seine Sache auch echt gut gemacht. Law vielleicht ein bisschen wenig Punkte. Auch Rebounds, nur 2 Stück, das ist eigentlich richtig schlecht. Aber schauen wir bei uns mal nach. Dann siehst du hier natürlich Lillard 23 Punkte. Effektiv gescored, aber nicht allzu viel. McCallum 22 Dinger. DeRozan. Übrigens bei Lillard hier 7 Assists, die will ich nicht unterschlagen. Dann hast du Parker hier. Mit 14 Punkten, das will ich von ihm sehen, so immer ungefähr in dieser Richtung, genau wie DeRozan mit 18. Das ist genau, was ich mir von den beiden erhoffe, als dritte und vierte Option eigentlich. Und dann Yusuf Nurkic, also fast ein Triple-Double mit Rebounds und Blocks. Also der hat wirklich eine Mega-Partie gemacht. 8 Punkte nur gemacht, aber mehr, die braucht es auch nicht, also mehr braucht es heute auch nicht von Nurkic. Wegen 15 Rebounds, 4 Assists sogar gemacht, 2 Steals und 11 verdammte Blocks. Das ist einfach richtig gut. Er hatte im Spiel, glaube ich, 4 und deswegen jetzt hochsimuliert auf 11. Hätte ich das Ganze jetzt hochsimuliert auf 12 Minuten, das wäre hier schon bei 18, 19 Blocks und sowas ist dann schon unrealistisch und scheiße. Ich hasse das, wenn die Statistiken komplett im Arsch sind. Klar, 11 Blocks ist auch absolut krank. Ist wahrscheinlich Career High, oder? 11 Blocks ist wirklich absolut krank. Wo sieht man denn die Karriere-Stats? Wo sehe ich denn hier so letzte Spiele? Nein, Saison-Bestleistung. Wo sind denn die Blocks hier? Saison und Karriere ist ja klar. Absolut krank. Jones auch nochmal 8 und 4 gemacht. Also richtig gut. Social Media. Yusuf Nurkic, ein echter Blocks, ja. Er hat einen Rekord aufgeschrieben. Ich will mal kurz gucken. NBA-Rekorde für Saison, für Spiel. Was ist eigentlich der Blockrekord? 17 Blocks, what the fuck? 17, 15, 15, 14, okay. Also komplett krank. Aber er hat immerhin ein Blockrekord geschafft, Yusuf Nurkic mit 11. Also historisches sogar passiert im letzten Spiel. Aber ich will euch nicht weiter zuquatschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit NBA 2K20. Ich melde mich damit ab und bye bye.